Moin, Sebastian hier. Wir sind heute in Schwalefeld, wie du am Titel erkennen konntest, zum ersten Mal in unserem Leben. Das heißt, wir haben überhaupt keine Ahnung, was hier wo ist. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal zusammen mit dir auf Entdeckungstour. Waren das auch mit? So, das sieht irgendwie nach Eingang aus. Schlüsselkasten. Jetzt weiß ich, was der Peter meinte mit Helme anziehen. Hier ist noch mal ein Tisch, ne? Hier können wir Pause machen. Boah, krass. Die Sicht sieht doch mega geil aus direkt, ne? Sieht voll aus wie Cobania. Bisschen, ne? Wo ist die Leine? Aber da unten am Handlauf ist die Leine. Ja, das ist der Notausgang, der hintere. Wollen wir da kurz hingehen? Okay, wir wollten zum Notausgang, aber der Wasserstand ist so hoch. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Hier ist alles voll. Also wieder zurück. Die Vorfreude steigt. Muss ich mir Sorgen machen? Ich hoffe nicht. Joanna ist ja die Instagram-Beauftragte in unserem Haushalt und sie hat darauf bestanden, dass wir die Fotos heute mal vor dem Tauchgang machen, weil wir es hinterher eigentlich immer vergessen. So, das ist erledigt. Dann können wir wieder nach Hause fahren. Faul, wie wir sind und ja, mittlerweile ja auch immer sehr viel Gepäck dabei, nutzen wir hier diese kleine Auffahrt, um gleich schnell alles auszuladen. Denn mittlerweile haben wir ja jeder vier Stages dabei, ein JJ und ja, noch ganz schön viel anderes Gerödel. Und da möchte man sich nicht nur des Rücken wegen, sondern auch der Faulheit wegen, ja, sich den Weg so kurz wie möglich machen. Alle 8 Stages sind es diesmal, stehen schon da hinten und ich habe gedacht, heute kommen wir ohne Probleme aus, anders als beim letzten Mal in der Christine. Das größte Problem in der Christine haben wir übrigens gar nicht mehr gefilmt, Johannes Sauerstoff hat noch fleißig abgeblasen, aber jetzt möchte hier hinten eine Batterie gewechselt werden, hat mir der Controller gesagt und die Kalibration, sagt man das? Ne, Kalibrierung, ist fehlgeschlagen, deswegen müssen wir noch mal hinten den Head aufmachen und die Batterien tauschen. Wichtig. Wichtig ist immer, dass Strom neben der Pfütze liegt. Hier und hier liegt alles, was wir zum Glücklichsein brauchen. Das gehört nicht uns. Die Sicht hier vorne am Bremsberg sieht sensationell aus. Und das andere Team, das sich hier besser auskennt, hat uns eben verraten, dass es so zwischen 25 und 69 Meter von der Sicht immer ziemlich mies sein soll. Wir hatten eigentlich vor, die in Anführungsstrichen flache Runde zu drehen. Das sind so 38, 39 Meter. Uns wurden da ungefähr 2 Meter Sicht in Aussicht gestellt. Und da haben wir nicht so Lust drauf. Das heißt, wir gucken jetzt in der Tiefe, wie es wirklich ist. Und wenn es so schlecht ist, wie versprochen, gehen wir direkt weiter auf die tiefe Ebene. Schauen uns da den 70-Meter-Bereich an, da soll es wieder gut sein. Und wir haben zum Glück das passende Gas auch für die Tiefe dabei und können dann unter Wasser überlegen, was wir wirklich machen wollen. Die JJs sind fertig drüben und es blubbert aktuell nichts, was eine Seltenheit ist. Das heißt, wir schmeißen uns jetzt in die Anzüge und dann geht's auch schon los. Eine Sache, die wir uns angewöhnt haben bei tiefen Tauchgängen, wo wir überhaupt keinen logistischen Support an der Oberfläche haben, ist, dass wir den Sauerstoffkoffer fertig vorbereitet da haben. Das heißt, wenn wir aus dem Wasser müssen, irgendwas passiert, trocki geflutet, jemand kann die Deko nicht zu Ende machen, kann er sofort an Land weiter Sauerstoff atmen. Wir verlieren keine Zeit damit. Wenn du lernen möchtest, wie du so ein Equipment einsetzt, wie du Erste Hilfe mit Sauerstoff leistest, dann schau mal unten in die Videobeschreibung. Da findest du meine Kontaktdaten. Ich freue mich auf deine Nachricht und jetzt gehen wir wirklich tauchen.
da sind wir wieder. Wir sind ganz hervorragend wieder aufgetaucht. Und ich muss sagen, gut, dass wir die Jungs vorher noch getroffen haben. Es hat alles gepasst, was sie gesagt haben. Bis 25 Meter war die Sicht gut. Dann war es die totale Brühe bis 69. Und ab 70 war die Sicht wirklich, wirklich, wirklich gut. Wir haben unten, ja, nur, ich weiß gar nicht, wie lange wir unten waren. Ich glaube, so 25 Minuten waren wir auf der tiefen Ebene. Dann sind wir nochmal hoch, nachdem wir auf dem Hinweg noch ein paar Navigationsprobleme hatten, weil wir uns nicht auskennen und das in der Brühe nicht so leicht zu finden. Hat aber alles super geklappt. Dann sind wir nochmal auf 21 Meter in so ein Sprengloch rein, haben uns das angeschaut. Das sieht auch super aus für den nächsten Besuch, nochmal was, was wir uns merken können. Und als wir da wieder raus sind, habe ich auf die Uhr geguckt und habe gedacht, oh, jetzt haben wir noch ungefähr so viel Deko wie so ein Fußballspiel, inklusive der inzwischen ja immer sehr, sehr ausufernden Nachspielzeit. Ging dann aber ganz gut und das, obwohl ich, weil mein fetter Yellow Diving Akku gerade in der Reparatur ist, 25 Amperestunden weniger an der Hüfte hatte als sonst, war die Deko gar nicht so schlimm und gar nicht so kalt, wie ich befürchtet habe. Von daher war es aus meiner Sicht ein rundum gelungener Tag und ich frage jetzt mal Joanna, ob ihr das ähnlich geht. Ich bin auch wieder gut aufgetaucht, Gott sei Dank. ja, was kann ich denn sagen? Ja, Bergwerk, irgendwie gleich und doch anders. Wir kennen ja jetzt schon drei Bergwerke hier im Sauerland ganz gut. Und hier konnte man doch aber nochmal das ein oder andere Neue entdecken. Es ist viel mehr irgendwie Technik verbaut. Dieser Aufzug, ich weiß nicht, den haben wir, glaube ich, nicht gefilmt, weil da die Sicht noch so schlecht war. Dann wieder ganz viel Naturstein, wieder Schiefer, der aufgestapelt wurde. Also wieder viel, viel Unterschiedliches. Unten hat mir wirklich gut gefallen und noch viel besser war, dass ich jetzt endlich mein eigenes Videolicht habe und ich filmen kann, was ich will, weil sonst war ich immer darauf angewiesen, dass Sebastian das Licht anmacht, damit ich dann filmen kann. Und jetzt kann ich loslegen. Ich habe auch relativ viel gefilmt für meine Verhältnisse. Ups. Ich hoffe, das ufert jetzt nicht aus, aber naja, da haben wir noch mehr, aus denen wir wählen können. Die Deko fand ich sehr lang und lang und weilig, genau. Und vor allem auch unnötig. Also ich würde gerne auf lange Dekos verzichten. Aber ich glaube, heute haben wir das wirklich richtig gemacht, uns den tiefen Bereich anzugucken. Dank unseren JJs und unserem richtigen Gas ging das halt auch. OC hätten wir das nicht machen können und dann wäre es ein echt trüber Tauchgang geworden. Deswegen, ja, fand ich es auch cool. Ich freue mich jetzt aufs warme Auto und zu Hause gibt es dann gleich noch selbstgemachte Pizza. Und deswegen fahren wir jetzt nach Hause. Auch ich hoffe, dass das nicht ausufert mit dem Filmen bei Joanna, denn ich muss das Zeug ja am Ende alles schneiden. Den Sauerstoffkoffer haben wir zum Glück nicht gebraucht, der ist schon wieder eingepackt, aber safety first, man kann ja nie wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, unbedingt den Daumen nach oben nicht vergessen. Selbstverständlich den Kanal abonnieren, in die Videobeschreibung gucken, wenn du Interesse an Kursen und an Trainingstagen hast. Da findest du meine Kontaktdaten und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Lass du nur wegen für die Kamera, ne? Nein, ich dachte, du schaffst es nicht, die Kamera anzumachen.